Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe dieses Podcastes. Und heute habe ich tatsächlich nur mal tatsächlich ein Thema. Also, man könnte das eine Thema sogar noch ein bisschen erweitern. Und zwar Homeschooling. Und zwar, wie absolut unsinnig eigentlich Homeschooling ist. Und währenddessen werde ich wahrscheinlich, ja, ich werde ein Video hochladen. Das ist ein Upload, an. Das heißt, es müsste auch in den nächsten Tagen dann ein Video rauskommen. So, studio.com, switch mal ganz das Konto. Und ja, Homeschooling. Ich weiß nicht, wer von euch alles im Homeschooling ist. Ich denke mal so, halt alle, die in die Schule gehen, denke ich mal, werden von euch Homeschooling machen. Und seht ihr da Sinn dahinter? Also ich muss das ehrlich gesagt sagen, nein. Zumindest das, was viele Lehrer machen, also entweder, also wirklich entweder kommt gar nichts dabei raus, also schicken Lehrer nichts. Dann gibt es Lehrer, die schicken das über 5 verschiedene Plattformen. Das heißt, die eine über diese Lernplattform, wo wir da machen, dieses hwextern.de Lernen, also dieses Moodle. Dann sagen manche Lehrer, hier bekommt ihr ja Moodle, schickt es mir bitte per E-Mail. Andere Lehrer wollen es per E-Mail haben und über Moodle abgegeben haben. Andere Lehrer wollen es über E-Mail haben und über E-Mail wieder abgegeben haben. Und es ist echt kompliziert dazu, dass auch inzwischen wirklich jeder Lehrer auch Videokonferenzen macht. Und dann dazu noch aber fette Hausaufgaben aufgibt, sodass du eigentlich dafür keine richtige Zeit hast. Normalerweise so im Unterricht, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns war es immer so, dass, jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich ihn nicht hochladen, super. Aber ja, bei uns war das vorher immer so, wir haben vielleicht so von der, vielleicht 1,5 Stunden, 1 Stunde wirklich Unterricht gemacht und halt der Rest über Dinge geredet. Das ist halt jetzt im Online-Unterricht nicht so und mein dazu haben, gut, es gab schon damals manche Lehrer, die es übertrieben haben. Größe gehen an der Stelle raus an meinen englischen GK-Lehrer. Aber es hielt sich auch alles in Grenzen. Und es gibt aber halt auch einfach diese Lehrer, die dann sagen, so, wir machen jetzt hier Online-Unterricht und ihr bekommt nochmal so viele Aufgaben auf, wie wir eigentlich auch im Online-Unterricht gemacht haben. Also quasi das Doppelte von dem Ding. Und im Online-Unterricht wird ja sowieso mehr geschafft. Aber auch diese Sinnlosigkeit, also da fließt eigentlich gerade ein Thema direkt ins andere über. Denn ich weiß nicht genau, wer alles sich Moodle hat, aber bei Moodle gibt es diese, im virtuellen Klassenzimmer, was da gibt, gibt es solche Notizstationen, nenne ich es jetzt mal, so ein Feld, wo quasi jeder was reinschreiben kann. Und ja, es gibt dafür kein Log. Was euch auch mal schon denkt, so, da ist doch eigentlich schon vorprogrammiert, dass es dabei Scheiße gibt, dass dabei Scheiße passiert. Also, ich habe ganz guckt bei meiner Schwester, war es ein ganz extremes Beispiel, muss ich mal ganz kurz nachgucken, die hat mir da Screenshots geschickt. Zack, hochscrollen. Oder sie hat mir doch keine Screenshots geschickt, ich dachte eigentlich, sie hätte mir einen Screenshot geschickt. Okay, dann nicht. Was da teilweise abgeht, wie einfach über wirklich eine gesamte Word-Dokument-Seite nur voll ist mit lass mal Vergleich machen, lass mal, ich spreche natürlich die Wörter jetzt nicht aus, weil sonst müsste ich die Folge auf explizit stellen und dann wäre sie für einige Hörergruppen nicht mehr erreichbar. Aber ich glaube, man kann sich vielleicht schon so ein bisschen denken, worum es geht. Und das kommt von den Jungs anscheinend. Also zumindest, ich denke mal, diesen Vergleich kommt wahrscheinlich tatsächlich eher wirklich von den Jungs aus der Klasse. Ich weiß nicht, wie viel Mädchen drin. Bei uns fing es eigentlich ganz harmlos an. Bei uns war es einmal, einer hat einen Punkt reingeschrieben, ich vermute mal aus Versehen. Dann kam jemand anders einen Punkt dazu. Noch ein Punkt dazu. Und irgendwann, vielleicht so 5, 6 Online-Unterrichtsstunden später, war das dann, dass es hieß, keine Ahnung, ich empfehle jetzt einmal meinen Namen. Mann, jeder Name, der mir gerade einfällt, kenne ich jemanden. Dann sag ich jetzt einfach mal XY, du Fisch. Dann hat der Nächste angefangen. XY, du
A-Loch. XY, du. Und. Ja, es ist nicht ganz das, was. Da der Sinn dahinter ist. Und das Problem ist, die Lehrer können das nicht kontrollieren. Sie können zwar die geteilten Notizen sperren, aber da es bei uns so ist, mit jeder kriegt eine Aufgabe und füllt dann am Ende diese Aufgabe in der entsprechenden Spalte von dem Ding ein. Also quasi, stell dir vor, ihr habt so eine Aufgabe, dann sagt der Lehrer, du machst Aufgabe 1, du machst Aufgabe 2, Aufgabe 3, Aufgabe 4, Aufgabe 5. So ist es aufgeteilt und jeder schreibt dann was zu seiner Aufgabe hinzu. Und da ist dann ja die geteilten Notizen wieder offen. Und es gibt somit auch dann wieder die Möglichkeit, Scheiße zu machen. Und es machen auch Leute. Und ich habe zwar schon einen Verdacht, wer das ist, weil wir haben, wie eigentlich in jeder Klasse, glaube ich, einen in der Klasse, der so richtiger Lehrerpöbler ist. Der die Lehrer, der sich nichts von Lehrern vormachen lässt, der sie anpöbelt, der im Unterricht nicht aufpasst, der im Unterricht pennt. Hat, glaube ich, jeder in seiner Klasse mindestens einen oder gehabt, falls einer von euch nicht mehr in die Schule geht. Und bei dem kann ich mir es auch vorstellen, dass er das war. Angeblich hätte er es schon mal zugegeben, weil, aber natürlich ist es auch nicht klar, ob er das war, weil es hat nur irgendjemand geschrieben auf die Frage: Name, ja, was ist? Hör auf, nein. Aber es kann natürlich niemand sagen, ob der, der geantwortet jetzt aber wirklich dieser Schüler war oder ob das einfach jemand anderes war. Aber ich kann mir das tatsächlich schon vorstellen, so viel Scheiße, wie der teilweise baut. Deswegen, ich sehe irgendwie keinen richtigen Sinn hinter Online-Unterricht. Auch Wechselunterricht. Das ist zwar sinnvoller, weil man auch wirklich noch da ist, aber das ist halt auch noch ein Teil der Klasse im Online-Unterricht. Es geht mir jetzt grundsätzlich nicht darum, dieses System Online-Unterricht zu kritisieren. Da kann man echt nichts dagegen sagen. Online-Unterricht finde ich sogar, ist sogar, also früher war es gechillter. Weil ich meine, du kannst bis 10 Uhr ausschlafen. Also du konntest bis 10 Uhr ausschlafen. Hast dann deine Aufgaben chillig gemacht innerhalb von 1, 2, 3, 4, 5 Stunden. Und hattest dann frei, warst ausgeschlafen, perfekt. Aber inzwischen machen ja wirklich Lehrer zu jeder Unterrichtsstunde eine Videokonferenz, dann dazu noch Hausaufgaben. Und ich finde es absolut nicht sinnvoll. Also, zumal teilweise auch nichts Neues gelernt wird oder wenn was Neues gelernt wird, es gar nicht richtig vermittelt werden kann über eine digitale Videokonferenz, weil es so Leute gibt wie ich, die von ihren Eltern einen anderen PC gestellt bekommen. Der ist so scheiße, der hat 1 GB freien Arbeitsspeicher standardmäßig. Läuft auf Windows 7 Basis. Ja, und dann crasht halt häufiger auch mal der Browser mitten in der Videokonferenz. Egal, bei was ich gerade bin. Oder was auch teilweise vorkommt, ist, dass du irgendwas machst und dann bricht das Internet zusammen. Du schreibst gerade irgendwas und willst was wissen, bricht zusammen. Oder anderes Beispiel, beim Lehrer kackt die Internetverbindung ab und du hörst so, wie soll ich aus solchem Gestammel schlau werden? Wie soll ich da was lernen? Und natürlich ein Großteil der Lehrer macht Wiederholungen, Dinge, die, ich kann zum Beispiel bei Spanisch sagen, Dinge, die wir im ersten Schuljahr gemacht haben, ich habe jetzt 3 Jahre Spanisch, werden einfach nochmal wiederholt. Wurden im ersten Lockdown wiederholt, im zweiten Lockdown wiederholt und nochmal im dritten Lockdown. Und wo ich mir auch noch so denke, geht es nicht eigentlich darum, dass wir was Neues lernen müssen? Wir haben, also das Buch ist für, das eine ist für 1,5 Jahre, also wir sind beide für in etwa 1,5 Jahre gedacht. Und das eine soll halt in einem Jahr durchgemacht werden, das andere in 2, weil sie es halt von der Stundenanzahl unterscheidet. Und wir haben in diesen, das sind nicht wirklich ganz 3 Jahre, aber es sind so 2,5 Jahre auf jeden Fall. Na gut, ist nicht ganz, ein halbes Schuljahr ist noch nicht ganz rum. Aber ja, in diesen 2, was weiß ich, ja, ich sag mal 2 Jahren, haben wir 2 Drittel des Buches geschafft. Also wir werden nach diesen 3 Jahren ein Buch geschafft haben von 2. Und das liegt unter anderem auch daran, dass wir das wiederholen, bis es auch nicht der Letzte kann. Und das heißt, der Letzte heißt dann auch Leute, die im Unterricht nicht aufpassen, denen das alles scheißegal ist und, und. Natürlich ist das gut, weil ich bin jetzt nicht derjenige, der sofort, wenn der Lehrer irgendwas erklärt, sofort sagt, ah, okay, das verstehe ich. Ich brauche quasi auch mal so eine praktische Anwendung, und bei dieser praktischen Anwendung dann auch nochmal eine Erklärung. Ja, das, also so lerne ich halt am besten.
Deswegen, grundsätzlich natürlich Wiederholungen sollte man auch machen, vielleicht so mal eine Woche so ein Thema behandeln oder zwei. Aber keine fucking 1 oder 2 Jahre. Das ist absolut zu lang. Oder auch manche andere Sachen. Sport kann man nicht sinnvoll im Homeschooling machen. Was denkt sich unser Sportlehrer darüber aus? Ja, mach doch mal ein paar Homeworkouts und schau dich dazu Dokus auf YouTube an. Die letzte war zu 1% interessant. Ich rufe es mal währenddessen auf, damit ich mal ganz kurz die Titel der Dinge sagen kann. Die letzte war zu 1% interessant, weil da ging es um E-Sport und was verdient so ein E-Sportler. Blabibub, aber das hat man halt auch schon irgendwo 500 Mal gehört. Und vielleicht auch teilweise gesehen. Dann kam die erste Doku hieß Halt die Klappe und Spiel. Die zweite war Keine zweite Chance. Und die dritte war Wie ist es, E-Sportler zu sein? Das finde ich auch nicht sinnvoll. Also, wenn, wir kriegen zwar noch Workouts mit, aber mal ganz ehrlich, ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock, da irgendwas zu machen. Irgendein Workout, was eh kein Mensch kontrolliert. Und ich bewege mich vielleicht auch ein bisschen zu wenig. Es ist nicht jedem immer die eigene Entscheidung, ob er sagt, ich bewege mich zu viel oder zu wenig. Hab jetzt auch nicht gerade die Topfigur. Ich glaube, so ein Workout würde mir natürlich schon gut tun für Muskelaufbau und so. Aber ich sehe da halt trotzdem keinen Sinn dahinter, weil ich würde privat auch nie ein Workout machen. Also warum soll ich jetzt im Online-Unterricht machen? Oder warum soll ich Aufgaben gescheit machen, wenn die eh am Ende nur teilweise bewertet werden oder gar nicht bei manchen Lehrern. Auch sinnlos. Gehe auch inzwischen sogar so weit, dass ich inzwischen nur noch die Aufgaben mache, damit ich mehr Freizeit habe neben halt Homeschooling. Wenn wir irgendwas bekommen, wir haben halt so einen Kalender und wenn nur Teile auch von Aufgaben abzugeben sind, dann mache ich halt auch nur Teile dieser Aufgabe. Ah, ja, wenn ich gerade drüber hoffe, Mathe. Ach ja. Matheunterricht. Natürlich hat Ötzi in gewissem Fall was mit Mathe zu tun, wegen der C4-Formel. Wie viel. Ja, also exponentielles Wachstum, bla, 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 Corona und so. Aber. Ich glaube, das wäre sogar unser Thema. Aber was bringt mir das, wenn ich. Also, wie gesagt, Ötzi Aufgabe kann ich insoweit verstehen, dass man quasi sagt: Yo, ich kann das ausrechnen, habe ich ja was gelernt. Aber das war das nicht. Bei der Ötzi-Rallye ging es nur darum, um welche Homepage handelt es sich, wo befindet sich das Museum, wann wurde Ötzi entdeckt, aus welcher Stadt kommen die Entdecker Ötzis, mit welchen Werkzeugen wurde sie freigelegt, wo befindet sich ihr Fundort, wann lebte er, Überreste an, aus welchem Material wurde sein Lendenschutz hergestellt, wie wurden seine Innenschuhe gefertigt. Zähle 5 Ausrüstungsgegenstände auf, die Ötzi bei sich trug und wie ist Ötzi gestorben. Was hat das mit Mathe zu tun? Also, dazu gab es sogar auch noch einen Text, wo das auch 1 zu 1 drin stand. Ich hätte einfach gegoogelt, weil es schneller ging. Aber es macht halt an sich nämlich keinen Sinn. Das hat eigentlich null mit Mathe zu tun. Bei Corona, wie gesagt, kann man natürlich sagen, von wegen, ja, Corona. Exponentielles Wachstum, so und so, blibliblub, so machst du das. Da sehe ich auch noch Sinn dahinter. Als ob, aber man ganz sicher, als ob wir nicht schon genug von Corona genervt haben. Und, ja. Denn auch die Mathearbeit, wir schreiben jetzt, soweit ich weiß, also ich habe es gleich schon zum 500. Mal, soweit ich weiß, gesagt, nächste Woche, Mittwoch oder so, eine Mathearbeit. Aber natürlich nicht in Präsenzform, sondern online. Und das heißt, wir kriegen Aufgaben und müssen die nach 1,5 Stunden wieder abgeben. Gut. Aber ob wir uns jetzt mit unserem Freund treffen und das quasi gemeinsam machen, er mich quasi hilft, wenn ich mal bei irgendwas struggle, weil ich habe wirklich einen Freund, der ist schnell in Mathe, der kann schon rechnen. Und ich könnte ihm auch einfach mal so random sagen, hier rechne du mal die Aufgabe nach, wäre das so richtig, falls wir zum Beispiel verschiedene Arbeiten kommen. Das würde auch gehen. Grüße gehen an dich raus, Adrian. Ja. Also es ist auch kein. Auch nicht wirklich ein Sinn. Und jetzt gehen wir eigentlich vom einen Unsinn-Thema zum anderen Unsinn-Thema. Und so wird wahrscheinlich auch die Folge heißen. Und zwar Eltern und ihre
Regeln. Und ich sage mal aufhören, mir die Ohren rumzukleppern. Also Regeln von Eltern, da checke ich teilweise nicht durch. Man, wer mich genauer kennt, wer meine Streams genauer schaut, dem fällt vielleicht auf, dass ich ab und zu mal einfach random disconnecte oder dass ich auch teilweise schon was erzählt habe während Livestreams. Und zwar meine Eltern, ich habe eine Dreiviertelstunde täglich Internet und am Wochenende anderthalb Stunden. Und sobald die um sind, dann sind sie um und dann fliege ich ohne Vorwarnung, ohne alles aus. Das ist allein schon mal eine dumme Regel. Und ich glaube, wir haben. Mit wem war es? Das war, glaube ich, mit dem einen Server. Co-Owner oder so, denke ich mal. Wo wir uns drüber unterhalten haben. Wo ich mich drüber unterhalten habe, über dumme Regeln von meiner Mutter. Das heißt zum Beispiel auch, ich darf mein Handy anderthalb Stunden. Nee, aber mehr als anderthalb Stunden sind zweieinhalb, drei. Ja, dreieinhalb bis vier Stunden am Tag haben. Und ich meine, die nutze ich dann halt auch aktiv. Dann gucke ich da auch mal YouTube, weil ich ansonsten keine Möglichkeit habe. Und ja, es ist absolut nervig. Jetzt natürlich durch Homeschooling habe ich es zwar mehr, weil ich ja morgens gucken muss, kommt irgendwas in die Klassengruppe rein, wenn ich irgendwas nachgucken muss. Das sind natürlich alles so Sachen, die ich nachgucken muss. Und es geht halt auch nur über das Handy eigentlich. Und aber nicht mal dafür bekomme ich Internet. Also ich habe bestimmt einen Gigabyte von meinem Datenvolumen verbraucht, nur um irgendwelche Files von Lehrern runterzuladen, zu öffnen, weil ich am PC kein Internet habe. Also dieser PC hat bis 13 Uhr Internet. Ja. Und das war's dann. Das heißt quasi, wenn ich um 15 Uhr noch irgendwas abgeben wollte, müsste ich das irgendwie über mobiles Hotspot machen. Oder über meine PC-Spielzeit, die ja auch begrenzt ist. Wozu? Oder gestern habe ich eine Diskussion mit meinem Vater geführt. Gestern kam ein neuer Raspberry Pi an, weil ich den für die Schule brauche. Und ich tue meinen Raspberry Pi auch gleichzeitig so als kleinen Bot-Hoster nutzen. Ich hatte früher einen mit einem Gigabyte RAM. Da ging halt jetzt leider nicht wirklich arg viel. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, komm, wenn ich den E5 bis ein Technikprojekt brauche, Spoiler, wir bauen eine Minispielekonsole. Also ein bisschen wie die Fake-Dinger, ja. Diese PlayStation-Dinger und so. So war irgendwie so unser Ziel mit, aber wirklich selbst gucken in Games. Der muss natürlich auch schon ein bisschen was aushalten. Deswegen haben wir quasi den 8 GB Pi genommen. So, und jetzt verstehe ich halt nicht. Habe ich mich gestern mit meinem Vater darüber unterhalten, wieso kann ich nicht einfach den Pi, den alten Pi offline nehmen, vom Internet trennen und die Sachen auf das Neue draufschmeißen. Weil dann kann ich so lange, bis das Ding wirklich voll in Betrieb geht, weil aktuell geht es mir, wie gesagt, nur darum, ich brauche was zum Coden, damit, weil das GUI sich halt verschiebt bei unterschiedlicher Bildschirmgröße auf Linux. Linux ist halt scheiße. Und ich deswegen gesagt habe, ich brauche den, dann schließen wir da das schon passend an und dann habe ich nachher meine perfekte GUI-Größe, perfekte GUI-Position. Mein Vater darauf, nein, der neue Pi ist nur dafür da, für Coding und nicht um deinen Bot zu hosten. Ich so, ja, aber ob jetzt der alte Pi läuft oder der neue, also ob sie beide laufen, weil einer läuft ja sowieso 24/7 immer, ob jetzt einer 24/7 und der andere, keine Ahnung, vielleicht 2 Stunden am Tag, je nachdem, wie lange ich coden darf. Was ich teilweise noch extra darf, wenn es zum Beispiel um Schule geht, darf ich noch extra coden. Dann meine ich so, ja, oh, ist ja nicht mal 2 Stunden, aber. Dann meine ich so, ja, komm, ist doch egal, ob, wenn der eine 24/7 runnt und der andere für 2 Stunden, da kann man doch einfach den einen 24/7 runnen lassen und fertig. Nein, kann man nicht. Ja, aber warum nicht? Ich diskutiere jetzt hier nicht mit dir rum. Es ist so, Punkt. Und das ist so eine typische Situation, wo ich mir auch noch so denke, so, hä, WTF? Warte mal, was? Es ist doch egal. Wenn mir halt meine Eltern mich zuhören bei Argumenten. Es ist doch jetzt scheißegal, ob jetzt der Schlechte oder der Gute läuft 24/7. Der Gute hätte den Vorteil, ich kann einen besseren Bot draufpacken. Ich kann einen Bot weiterentwickeln und dem einen Voice-Channel, also Music-Bot-System geben. Hätte der alte Pi nämlich nicht ausgehalten. Aber, ja,
Es steht wieder alte Pi, weil ich meine, ich nehme meinen Raspberry Pi ja nicht nur für Coding und Bot-Hosting, sondern ich nutze ihn auch als Uploader, weil er läuft sowieso ja 24/7 mit 24/7 Internet-Access. Das einzigste Gerät, was bei uns daheim 24/7 Internet-Access hat. Wurde extra ein Profil für erstellt. Und es wäre für mich viel geiler, wenn ich einfach nur mit 8 GB Pi was machen könnte. Da muss ich nämlich keine 5 Stunden drauf warten, nur damit das YouTube Studio lädt, was aktuell wirklich so ist. Also ich muss tatsächlich 5 Minuten warten, nur um das YouTube Studio zu sehen. Aber akzeptieren die natürlich nicht. Ohne gescheite Begründung. Ich weiß nicht, ihr könnt mir ja eine Voice Message senden. Es gibt ja immer jetzt ab sofort unter den Folgen, steht dran, send a voice message, also es wird automatisch davon generiert und dann so ein Link. Wenn ihr da draufklickt, dann kommt ihr zu einer Website, die heißt dann anchor.fm/spidercon oder so. Und ich weiß nicht, ob dann direkt schon der Eingabedialog kommt für Audioaufnahme oder ob ihr erst draufklicken müsst. Es gibt auf jeden Fall Sende Audio, gibt es da. Und da könnt ihr dann als Zuschauer zum Beispiel Audio einsenden. Das würde ich euch vielleicht auch mal bitten, dass ihr vielleicht ein paar eure eigenen Gedanken dazu teilt, zu diesem Podcast, wenn ihr wollt, mit oder ohne Namen. Also sagt einfach vorne dran euren Namen oder ihr könnt auch einfach vorne dran sagen, ich möchte, dass meine Stimme nicht erkenntlich gemacht wird, dann tue ich euch nachher unkenntlich machen, eure Stimme. So. Dann quasi, ja. Weil dann könnt ihr, ich hätte mir gerne, wie sind eure Eltern so? Sind die schlauer? Gönnen die euch was? Gönnen die euch nichts? Sind eure vielleicht sogar noch schlimmer als meine? Ich glaube, es gibt bei mir keinen Tag, wo mir nicht meine Eltern so absolut auf den Sack gehen, dass ich ausraste. Jetzt, dass ich nicht so ausraste wie diese ganzen YouTube-Clips und irgendwie mit einem Messer oder so rumrenne. Muss man jetzt auch schon wieder aufpassen, dass die Folge nicht explicit kommt. Sondern dass ich einfach mal sage, boah, ich bin von euch genervt und halt eine Zimmertür zuschlag. Ich weiß nicht, wie komisch das jetzt für euch klingt. Aber bei mir ist es tatsächlich normal. Weil mir meine Eltern wirklich so auf die Nerven gehen. Ist halt das Problem, wenn man eine Mutter als Lehrerin, als Mutter, also wenn die Mutter Lehrerin ist, jetzt habe ich's. Es hat man halt dann das Problem, dass die sehr, sehr nervt und bei allem, was Schule ist, sehr, sehr hinterher ist. Zum Glück meckert sie nicht über meine Noten. Die sind zwar auch nicht die besten, aber es liegt einfach nur daran, weil ich zu faul bin, irgendwas zu lernen und nicht, weil ich, wie manch andere meint, bei den Namen nenne ich jetzt lieber nicht. Sonst fühlt sich die Person wieder absolut angegriffen, aber die Person, falls sie den Podcast hört, weiß, dass ich von ihr rede. Ich habe dich ja heute blockiert. Die meint, ich wäre dumm und schlecht und lost. Wirklich ohne gescheite Begründung, mit Begründung, die absolut keinen Sinn gemacht hat. Und ja, wie gesagt, ja, schreibt mir mal eure Meinung rein. Es geht über, also ihr könnt es oder natürlich alternativ würde auch gehen über Twitter, über Discord. Wie gesagt, ich bin will eure Meinung so ein bisschen hören. Ja. Und dann hatte ich eigentlich noch ein letztes Thema, das habe ich glaube ich jetzt, weiß ich nicht, habe ich es vergessen, ich glaube ja. No way, ich habe immer mein eines Thema vergessen, zum 5. Mal in diesem Podcast, glaube ich, passiert. Warte mal, es waren nervige Eltern, hatte ich mir vorgenommen, dann über Homeschooling zu reden. Und es gab noch einen dritten Point. Ah, genau. Und zwar war das für diesen zukünftigen Server, der aktuell existiert. Ich weiß nicht genau, wer von euch Teammitgliedern das hört. Ich hoffe, ich bin auch inzwischen Admin. Also ich bin entweder Developer oder Admin. Ich sollte sogar Teamleitung bekommen. Deswegen tendiere ich, glaube ich, eher, dass mein Rang eher zu Admin tendiert. Aber ich habe quasi das Logo gemacht und so. Und das sollte auch wirklich kein Hate sein. Aber ich soll ein Forum einrichten, habe aber keine entsprechende Berechtigung auf Domain, um zum Beispiel forum.minecraftservername.de zu machen, um das zu createn. Ich habe auch keine Rechte auf dieses Admin-Panel von diesem Webserver, also Ples läuft da drauf, hosted by Torvibyte, dürft ihr gerne vorbeischauen, Hashtag Werbung. ja, habe auch dazu keine Rechte, dann eine neue Website zu erstellen. Was ja erstmal nicht so schlimm ist, ich würde auch nicht einem random Dude aus dem Internet direkt die Sachen anvertrauen, man, wir kennen uns jetzt seit einer Woche oder so. Und ich habe den auch schon die Main-Website gecodet, aber zumindest FTP-Zugang brauche ich, da sie eine kostenlose externe Forum-Software wollen. Und die kann ich aber ohne FTP-Access nicht installieren und einrichten, ja. Und wie gesagt, es soll echt kein Hate sein an die Owner. Ich feiere euer Projekt, ich unterstütze es auch.
Aber bitte denkt dran, ich brauche mehr Rechte als Developer. Ich bin auch für die Webseite verantwortlich, also ich stehe im Impressum, ich stehe im. Bin verantwortlich, ich bin quasi für einen YouTube-Kanal auch verantwortlich, stehe ich auch im Impressum drin. Ja. Deswegen bitte gib mir mal mehr Rechte. Ich glaube, ihr habt doch inzwischen genug Daten von mir, dass ihr im Falle des Falles eine Anzeige machen könntet. Und deswegen, ja. Weil mir geht es echt nicht darum, den Server zu griefen, sondern einfach kurz gesagt, mir geht es einfach nur darum, ich brauche einen entsprechenden Access haben, damit ich nicht jedes Mal zum Beispiel TopicBite fragen muss, ey, kannst du kurz die Domain bearbeiten? Weil TopicBite hat glaube ich, keinen Domain-Access mehr. Und, oh, cooler neuer Rekord. Von unter einer Minute, nice. Ja. Dann könnte ich es einfach selber machen. Es gibt einen da, der Domain Access hat und die anderen Owner und Co-Owner nicht. Ja, ich finde, als Developer sollte man schon Recht drauf haben, direkt auch auf den V-Server drauf zugreifen zu können, auf dem das ganze Zeugs läuft, also der Server läuft. Damit ich gegebenenfalls was da umstellen kann. Natürlich nicht irgendwelche random Sachen, sondern ich verstehe schon, ich kenne mich schon mit Minecraft-Servern aus und weiß, was man das machen kann. Ich sag nur mc.dannycraft.de, dürft ihr gerne mal drauf joinen, wenn da mal wieder ein Event stattfindet. Meistens immer samstags, wenn ich streame. Ja. Also ich kenne mich, glaube ich, schon genug mit Minecraft-Servern aus, um das zu sagen. Und ja, deswegen soll auch kein Hate sein. Und jetzt ist mir gerade eben nochmal ein viertes Thema eingefallen, aber das vergesse ich auch. Ach so, ja genau, unlogische Aussagen. Es gibt auch gewisse Personen, die meinen, man holt sich nur als Ultra-Pro, als guter Minecraft-Spieler einen Rang. Ich würde mich sogar auch als guter Minecraft-Spieler bezeichnen, weil ich durchaus auch Battles gewinne. Ja. Ich weiß nicht genau, wie viel diese Person meine Podcasts hört, meine Videos schaut, keine Ahnung, wenn es landet zwar nicht auf YouTube, das Video, aber ja. So, aber weitere Themen hätte ich nicht. Doch auch nochmal bitte Feedback geben von wegen, wie findet ihr Folgen besser? Würdet ihr gerne kürzere Folgen haben von so einer halben Stunde, so wie jetzt in etwa? Oder hättet ihr gerne so Folgen von einer Stunde? Ja. Eine Dreiviertel bis einer Stunde. Dass die Podcast-Folgen so lang sind. Wollte, dass ich vielleicht auch mal ein paar random Podcast-Folgen aufnehmen von unterwegs, wenn ich mit dem Handy halt irgendwas schlecht irgendwie aufnehme. Weil aktuell mache ich es ja nur über mein PC-Mikrofon. Könnt ihr mir ja mal alles schreiben. Und ich würde mich auch über jeden Join-Freund, der sich auch über jeden Freund auf meinen Discord-Server drauf joint. Link ist auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung und vielleicht auch in der Folgenbeschreibung. Ja. Ganz einfach, einfach. Will mich auch über jeden Freund, der da aktiv ist, weil in diesem Projekt wirklich sehr viel Liebe drin steckt und das so ein bisschen zu sterben droht, weil 70% der Mitglieder, gut, es war vorher genauso wenige, aber 70% der Mitglieder sind halt inaktiv. Ja, deswegen join gerne drauf, macht dieses Projekt wieder ein bisschen aktiver. Ich mache auch tägliche Giveaways. Es läuft zum Beispiel jetzt noch aktuell, wer möchte, kann sich eine kostenlose Steam Key abstauben. Läuft aktuell ein Giveaway. Es gibt auch tägliche Giveaways, die dann nur einen Tag gehen. Das Giveaway für den Steam Key geht ein bisschen länger, weil es natürlich auch ein bisschen mehr Wert hat als die anderen. Das andere sind einfach nur ein Rang, wo mich ja im Prinzip nichts kostet, einfach. Ja, deswegen kommt vielleicht gerne drauf. Falls ihr vielleicht Erfahrung von mit Discord-Bot-Coden habt, kommt auch gerne drauf. Wir haben zwei Developer, die haben bis jetzt, glaube ich, noch nichts für den Server entwickelt. Ja. Ich mag euch beide, liebe Developer. Ja. Okay, Mystery Box öffnen, was kommt raus? 4 Sterne Mystery Box. Könnte einen gewöhnlichen Lächeln-Emote gewinnen, seltener Meerjungfrauenanzug, episch untotes Pferdehaustier, episches Geister-Skelett-Anzug, Brustplatte, legendäre Lohnverwandlung, legendäres Tennis-Hut-Thema-Housing und legendäres Regenbogen-Gadget. Und was bekomme ich raus? Gleich live im Podcast öffnen wir die Mystery Box. Und was bekomme ich raus? Was kann ich raus? Episches untotes Pferdehaustier. Nice.
Das war genau das, was ich wollte. Das war der geilste Stuff, den ich da rausziehen konnte eigentlich. Ja. Ich versuche mir gerade den Podcast noch ein bisschen länger zu strecken, da falls mir noch irgendein Thema einfällt. Weil ich wusste, ich hatte noch ein Thema. Aber ich denke, ich habe es einfach komplett vergessen. Ich habe es einfach komplett vergessen, ja. Nee, mir kommt es echt nicht mehr. Naja, vielleicht kommt noch so eine kleine Bonusfolge, wenn es mir noch einfällt. Aber dann würde ich den Podcast jetzt auch beenden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst doch gerne, falls ihr auf Apple Podcast seid, eine Bewertung für diesen Podcast da. Schickt mir gerne Sprachnachrichten über alle möglichen Kanäle: Discord, Insta, Twitter, Twitch, YouTube geht halt, Twitch geht halt über den Chat. Ist aber auch nicht das Optimalste. YouTube würde über Kommentare gehen. Aber cool wäre nicht wirklich, wenn ihr mir über dieses Android-Feature Sprachnachricht schicken würdet. Weil die kann ich dann direkt in den Podcast einbauen und dann auch eure Themen behandeln. Denn ich möchte natürlich auch ein bisschen über eure Themen reden. Oder auch nochmal jetzt ein Feedback. Wollt ihr vielleicht mehr Gäste haben? Wollt ihr, dass ich vielleicht irgendjemand einlade und standardmäßig als Podcast-Gast hinzufügen, dass wir den Podcast zu zweit machen? Ich glaube, da findet sich schon jemand. Oder ob jemand sagt, ja, irgendein Zuschauer, mache ich irgendwie, dass einer von euch Zuschauern, das sind Zuhörern eher immer zufällig ausgewählt dabei sein darf, je nach wie viele Leute mitmachen wollen. Ja, müsst ihr ja manchmal sagen. Aber dann würde ich echt sagen, okay, das ist absolut komisch, warum? Warum sieht das Ding so aus? Ich weiß es nicht. Okay. Okay. Ja, dann wie gesagt, dann haut rein. Habt noch einen wunderschönen Tag. Schöner Ohrenschmaus. Schmaus war das jetzt hoffentlich. Ohrenschmaus, klar. Vielleicht kleiner Input für euch. War das jetzt dieser Podcast? Soll es eigentlich auch sein, so ist geplant. Ja. Oder falls ihr vielleicht Musik machen könnt, nochmal kurzer Hinweis. Ich strecke den Podcast gerade ewig in die Länge, ich weiß es. Ich würde mich auch darüber freuen, wenn wir quasi so einen kleinen Intro-Song ihr mir schicken könntet. Würde ich auch sogar auch immer verlinken. Intro, also irgendwie so vielleicht 10 bis 15-sekundige Intro-Ding, Ansage noch so, die am Ende möglichst, also die letzten 5 Sekunden sollten möglichst so Outfading sein, wo es dann auch leiser wird, ja. Und jetzt nochmal offiziell und kurz und knapp zusammengefasst. Ja, haut rein, habt noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Und ja, haut rein. Tschüssi. Thank you.